Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner aus Hagen und ich stelle euch heute den VW Atlas vor. Steht auch schon hinter mir. Der VW Atlas ist im Endeffekt so ein Mittelding zwischen dem Tiguan und dem Touareg, der nur für den amerikanischen und kanadischen Markt gebaut wurde. Das Auto gibt es seit ungefähr 2016, 2017. Das Pendant dazu für den chinesischen und asiatischen Markt gibt es auch, da nennt er sich aber VW Terramont. Ist aber vom Prinzip das gleiche Auto. Der Atlas, wie wir ihn hier haben, kommt mit einem 3,6 Liter V6 Motor, 280 PS und sieht eigentlich aus wie ein typischer VW. Aber wie gesagt, gibt es nur in Amerika und deswegen haben wir ihn auch bei uns. Und ich zeige euch einfach mal. Kommt mal mit. Mit knapp 5 Metern Länge und 1,98 Breite ist es eigentlich von den Abmessungen im Normbereich der Atlas, aber er sieht halt gut aus, weil er schöne große Türen hat. Er hat einen schönen großen Kofferraum. Den zeige ich euch jetzt mal eben. Den kriegen wir natürlich auch über den Schlüssel auf. Das heißt, wenn ich den Schlüssel drücke, geht die Klappe automatisch auf. Es ist ein Siebensitzer. Das heißt, wir können hier einfach die Rückbank umklappen. Und wenn wir jetzt die normalen 5 Sitzplätze haben, haben wir einen riesigen Kofferraum. Da geht schon ordentlich was rein und ich liebe einfach die Technik, wie einfach wir bei amerikanischen Autos einen Sitz ein- und ausklappen können. Das ist einfach genial gemacht. Der Innenraum ist auch da optisch typisch VW. Wir haben hier Lederausstattung und haben hinten sogar Sitzheizung, Klimaanlage. Wir haben sogar zusätzlich hier unten USB-Ports, dass wir die allerdings nur laden können, weil Datenübertragung ist nicht notwendig hinten. Das ist aber immer schon schick, finde ich. Ist absolut zeitmäßig oder zeitgemäß. Dann vorne, ich steige jetzt einfach mal ein. Jetzt blendet leider die Sonne etwas. Cockpit, wir haben das klassische VW-Lenkrad, wir haben Tempomaten, wir haben die normale Menüführung. Machen wir jetzt einfach mal an. In dem Fall ist A, der Tank fast leer und B, ist das Ganze schon auf Deutsch umprogrammiert. Das ist eigentlich kein Problem. Klassisches Touchdisplay von VW. Hier unten haben wir, das hat nur der Allrad. Da wir in einem Allradauto sitzen, haben wir hier die verschiedenen Fahrmodi, die wir über die Knöpfe einstellen können. Ist immer ein Indiz, wenn ihr ein Auto seht, ohne dieses Rädchen hier ist es kein Allradauto. Über dieses Rädchen können wir die Fahrmodi verstellen. Ich stelle jetzt einfach mal, wir sind jetzt im normalen Modus. Ich drehe jetzt mal nach links auf den Schneemodus und dann zeige ich euch mal, was passiert. Also das haben sie optisch wirklich cool gemacht. Ich drehe jetzt weiter, wir haben jetzt den normalen Modus, wir haben den Offroad-Modus. Offroad-Modus individual. Da kann ich mir nochmal individuelle Möglichkeiten einstellen, was ich gerne hätte, wenn ich mit diesem Atlas wirklich ins Gelände fahre. Der normale Modus reicht aber für den normalen Alltag eigentlich vollkommen aus. Wir haben hier das analoge Cockpit bzw. den analogen Tacho. 280 PS habe ich schon gesagt. Er ist bei 190 allerdings abgeriegelt. Was auch wenn ich gerne schnell fahre, bin ich persönlich der Meinung, 190 in so einem Auto ist eigentlich ausreichend.
Klar, es gibt immer welche, die sagen, nee, das Auto muss aber Vollgas fahren und ich muss damit 250 fliegen können auf der linken Spur. Kann man gerne machen, ist ja jedem selbst überlassen. Meine persönliche Meinung, 190 in so einem SUV, wenn ich dann mit Familie oder Kindern unterwegs bin, finde ich persönlich völlig ausreichend. Ich nehme euch nochmal mit, wir gucken nochmal unter die Haube. Da sehen wir mal den 3,6 Liter V6 Motor. Auto hat auch ein 8-Gang Automatikgetriebe. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Und hier im V6 Motor. Das Auto hat es ja mit dem V6 gegeben, 3,6 Liter und auch nochmal mit einem 2 Liter Vierzylinder Motor. Da hat er allerdings ein paar weniger PS und hat auch nur ein 6-Gang Automatikgetriebe. Ja. Das war schon unser kurzes Vorstellungsvideo zum VW Atlas. Das ist im Moment der einzige, den wir haben. Wir kriegen ab und zu sporadisch mal welche rein. Wir hatten noch schon mal einen mit einem komplett digitalen Cockpit. Der war aber relativ schnell verkauft, weil es halt ein schönes, beliebtes Auto ist. Und da gibt es halt auch nicht viele von. Es gibt seit 2018 eine Modellerweiterung. Und zwar gibt es den VW Atlas Cross Sport. Das ist vom Prinzip das gleiche Auto, nur mit einem Stufenheck oder in Coupé-Variante. Gibt es ähnlich von anderen Herstellern auch schon diese Konzeptform, SUV mit Schrägheck. Ist aber auch ein schickes Auto, kommt vielleicht auch nochmal ein Video zu. Das war aber erstmal unser VW Atlas, der normale, wie wir ihn hier stehen haben bei uns. Wenn ihr Fragen habt dazu oder Interesse dran, ruft mich gerne an. Telefonnummer steht unten in der Beschreibung. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Oder beides. Und dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.